Nimm die Lunge, du Wichser! Eins, go! Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Back of the Beat'em auf diesem Kanal hier. Ja, Mann! Wundervoll! Aber endlich schlafen. Warum? Ich muss meine neue Spitzhacke machen. Kannst du auch machen, wenn wir schlafen gegangen sind. Nein. Oh. Was kann ich denn wegschmeißen? Das Herz. Ich brauche kein Herz. Endlich schlafen. Ich hab dir ein Herz ins Gesicht geschlagen, Alter. Hast du eigentlich inzwischen die Türen gemacht? Sieht man, okay. Wie denn, wenn ich nicht weg war? Warum warst du denn nicht weg? Okay, kein Kommentar. Kein Kommentar ist auch ein Kommentar. Ja, wir sind ja mal wieder dran, super viel zu schaffen. Wie immer in unseren Folgen. Kannst du mal aufhören, dein Mikro zu pusten? Nein. Okay, dann ist ja gut. Finde ich nett von dir. Oh, oha. War das dein TNT? David? Das war meine Creeper. Du bist echt unverbesserlich, ey. Dann die Truhen jetzt. Ich bin wenigstens produktiv. Warum produktiv? Was ist das für ein Wort? Wenn du ein Prolo bist. Was bin ich? Ein Prolo. Das habe ich ja gehört. Hä? Hä? Sich mit mir anlegen, oder suchst du Streit? Natürlich. Immer, vor allem gegen dich. Dann ist ja gut. Nein, ist nicht gut, hallo? Auch Holz. Oder zwei Kisten. Bist du dann fertig mit dem Holz? Nein. Du kannst mir schon mal ein bisschen was geben, bitte. Nein. Hallo, ich habe bitte gesagt. Nein. Doch. Nein. Hallo. Nein. Doch. Nein. Och, David, sei doch nicht so. Mann. Böser David. Mann. Komm, jetzt hör auf. Computer sagt nein. Du bist aber nicht der Computer. Okay. Mach jetzt zwei Kisten. Und zwei Türen. Huch. Upsa. So, das ist erstmal der Raum hier. Hier könnte man auch noch Kisten unterbringen. Ist ja ein richtiges Lager hier, ey. Ein Lager? Jo. Oh, das war blöd. Ja, hier muss doch noch irgendwo Erde sein. Oder ich habe noch Erde. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber egal. Wohin sollen die Kisten? Da in die Löcher in der Wand. Die richtige Annahme, aber das die rechte meine ist. Ja, du hast ja da schon angefangen, deinen Müll reinzutun. Ist es die linke, die meine? Nein, die rechte. Die ganze Doppeltruhe gehört dir. Ach so, ja, ich hätte ja damit gerechnet, dass du das in die Lücke tust. Ach so. Ja, na dann. Na dann. Ja, du hättest sie jetzt ruhig da stehen lassen können. Ja, Klassik super. Die steht ja wunderbar da. Ja, warte, ich musste mein Inventar leeren. Ja, ist ja gut. Mach ich auch mal. Den könnte man mal placen. So. Endlich wieder ein leeres Inventar, Alter. Ja, genau. Mache ich jetzt noch zwei Öfen.
So. Beschwer dich übrigens nicht über die Einrichtung, ne? Sonst gibt's Ärger. Warum tust du da bitte einen Dispenser über dein Bett? Warum tust du den Knopf da rein, Video? Was genau soll jetzt da rauskommen? TNT? Tu da ja nicht TNT rein, Junge. Wehe, ich warne dich. Ich hätte dich vielleicht nicht auf die Idee bringen sollen. Alter David. Ich bin so ein ganz kranker Typ, schau. Ich mag es, wenn... Komm her. Ich mag es, wenn du in der Nacht, wenn ich dann schlafe, wenn du mich dann mit Organen bewirbst. Bah! Stell dir das nur mal vor, Alter. Stell dir vor, da steht jemand drauf. Nimm die Lunge, du Wichser! Ah, nee, ey. Das ist ein Organspender, falls ich gerade in der Nacht irgendwie... Moment, kann man das umbenennen? In Dispenser? Ja, klar. Ja, okay, dann nehmen wir den dann Organspender. Ja, ja, ey. Nehmen wir dann Organspender. Okay. Wir könnten so eine... manchmal, Alter. Nehme auf jetzt! Das war die Fall. Hey, was ist das? Seaweed. Food Plus. Ja, kann man also essen. Bah. Sushi. Ich guck nicht in deine Kiste. Nein, nein. Ich würde sagen, fangen wir ein verrücktes Krankenhaus aufmachen. Also, ich habe eine neue. Wo es gibt ja, wenn du schon mal nachgeschaut hast, den die Mod Necromancy. Ja. Da kann man so Körperteile zusammenbauen. I know. Und da könnten wir dann so ein verrücktes Krankenhaus aufmachen, wo dann so. Ja, hoffentlich zu unterbrechen mit deinem Bild. Hallo, ich beteilige mich nur im Gespräch. Ja, mit Sicherheit. Was würdest du das denn sonst definieren? Ich brauche Erde. Verdammt, jetzt kommt man da nicht mehr hoch. Das war eher blöd. Also ich meine, das, was ich mache, ist nie blöd. Das hat immer einen Sinn, aber... Erde. Warum habe ich keine Erde in meiner Kiste? Hast du noch Erde, David? Im Inventar? Ja. Dann gib mir das mal bitte. Bist du denn hin? Ich bin vor der Tür. Ja, wo bist denn du? Jetzt habe ich dir gerade da hergeschmissen. Alter. Ich dachte, du wärst rausgegangen. Ich bin dir wieder nachgefolgt. Du bist an mir vorbeigelaufen. Hä? Ja. Okay, gut zu wissen, ja. Alter, weißt du was? Ich hab zu wenig Erde, ja, das weiß ich. Ah, da muss ich mir halt ein bisschen was holen. Weißt du, was der Creeper da weggesprengt hat? Nee. Redstone. Der hat das so weggesprengt, dass er es direkt beigegeben hat auf Diamanten. Schön. Wirklich wundervoll. Ich freue mich mit dir mit. Weißt du auch, warum du so viele Level bist und ich nicht, weil du die ganzen Diamanten abgebaut hast? Diamanten habe ich keine, nee. Auf zu liegen, mein Junge. Zu liegen. Zu liegen, ja. Sitzen kann es auch Spaß machen. Mein Junge. Bah, David. Captain Niveau, wir sinken. Ich muss das eigentlich auch aufsetzen, dann hätte ich so eine Blümchenkrone. Ach, schade. Prinzessin David. Ja, da wäre ich eine wunderschöne Prinzessin. Wunderschön, das ist eine Lüge. Ich bin fabulous! Hilfe, schrei mich nicht an, Junge. Du übersteuerst nur. Spielt hin.
Ich bin zu blöd, dich zu treffen, Alter. Geh da weg jetzt! Jetzt wissen wir auch, warum wir nichts schaffen in den Folgen. Das hast du super hingesetzt. Was machst denn du eigentlich? Es ist ja noch nicht fertig. Wie scheiße sieht denn das aus, Alter? Mach selber, Junge. Machst du die Ansprachen, die Intros, beziehungsweise die Anmoderationen ja auch nicht alleine? Oder machst du überhaupt nicht alleine, sag ich schon. Ich beschwere mich auch nicht darüber. Nein? Nein. Wofür beschuldigst du mich, hallo? Na, wir machen es einfach, wir machen einen Organautomaten draus. Jetzt mal ein frisches Herz, na komm, was kriege ich denn heute? Oh, nur ein Muskel, na schade. Oh, noch ein Muskel, na geht einmal ein Muskel geht noch. So. Man merkt echt, dass du nichts zu tun hast, Alter. Ja, ich habe Holz geholt, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Hast du auf die Uhr geschaut, schau auf die Uhr. Alles sieht voll scheiße aus, alles. Du bist das Gegenteil von König Midas. Alles, was du anfällst, wird zu scheiße. So, ich bin wieder da. Was hast du gesagt? Du bist wie das Gegenteil von König Midas. Alles, was du anfällst, Rauschen wird zu scheiße. Dieses Rauschen in der Leitung, ich höre dich nicht. Was sagst du da? Du bist wie König Midas, nur das Gegenteil davon. Alles, was du anfällst, wird zu scheiße. Ich war wieder kurz weg. Ich verstehe dich leider nicht schlecht. Ich kann es noch dreimal sagen. Nein, lass es lieber. Ich weiß doch eh, dass es nichts Intellektuelles sein kann. Es leckt. Ey, willst du mich verarschen? Was ist... Mein Minecraft ist abgeschützt. Ach so, ich dachte, du wärst beleidigt oder so. Das hat aber mega gut gepasst. Das hat sich auf einmal beendet. Tut ja einfach plötzlich so einen auf beleidigte Leberwurst, Alter. Geht ja mal gar nicht. Warte, diese Kackblumen, ey. Das ist eine neue Sorte übrigens, falls ihr die noch nicht kanntet. Ich geh mal lieber schnell pennen, bevor hier noch so ein Creeper jetzt kommt. Jetzt mit extra viel. So, pennen. Wehe, du joinst jetzt, ne? Wehe. Bei mir hat sich Attack of the B-Team noch nicht mehr geöffnet. Was ein Scheißname. Ja, viel zu lange, finde ich auch. Was ist hier los? Wer hat hier den Ausgang gegraben? David? Das ist kein Ausgang, ich habe mich da reingegraben. Das ist eine Eigern. Eine Eigern? Ein Eigern. Hä, seit wann geht denn das? Kommt man hier raus? Wo kommt man raus? Es laggt schon wieder. Kommt man hier raus? Wo denn? Jetzt zum Eingang, zum richtigen. Klar kommt man da raus. Was denkst du denn? Das ist alles gut durchdacht, ja? Von mir. Geht denn das? Ja, was hast du für Probleme? Was ist los? Sind da bei dir auch zwei? Ja. Fucking. Ey, das ist ja cool. Wie geht das? Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall cool. Wollte ich schon immer mal machen. Ja, das ist mir auch immer weggegangen. Ja. Okay, da ist es zwar jetzt ein bisschen unangebracht. Ich würde es zwar lieber über die Türen machen, genau so. Und innen auch. So. Hier kann man das ruhig so machen. Und dann an die Vollpfosten hier noch. Die kann dann jetzt weg. So. Hier kann noch eine Kiste hin. Alles gut durchdacht. Alles von mir. Alles scheiße. Ja, mach's besser, wenn's dich stört. Scheiße. Bin ich schon zum Newton? Bin ich nicht zum Newton gekommen? Zum Newton! Aua. Ich hoffe ja, du weißt. Warum hast du da. Was hab ich? Du regst mich schon wieder so auf. Fusch im Bau, ja, das ist erlaubt.
Hol gleich die, keine Ahnung, wie heißen die, diese Typen, die immer Push am Bau, wir helfen oder so. Kenn ich nicht. Das ist, was immer auf RTL läuft, sowas wie... Ja, RTL kauschuckt ja kein Mensch. Echt der letzte Dreck, muss man ganz ehrlich sagen. So, wollen wir das denn mit dem Unterwasser-Dings machen? Ja. Dann ist ja schön. Ich baue jetzt erstmal diesen Kacksee dazu. Bah! Ach, diese Stille des Nichtswissens, Alter. So, der See ist zugebaut. Was bist du eigentlich gerade am tun? Eisen sammeln. Ah, auch mal was Produktives, das wundert mich jetzt. Ja, nicht für dich. Ja, ist trotzdem produktiv. Könnt ihr mir auch die ganze Zeit den Kreis drehen, das ging ja auch. Das ist ja nicht produktiv, für mich, nein. Ja, für mich schon. Nee. Doch! Nein! Doch! Du kannst nicht sagen nein! Na klar kann ich nein sagen, hörst du doch. Nein, 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 nein! Das weißt du ja gar nicht, ob das für mich produktiv ist oder nicht. Ja, Muskelaufbau in den Beinen schon, aber... Mehr nicht. Aua. Meine Zehe juckt. Diese Information wollte ich schon immer mal haben, ja? Die verjuckt auch. Ist ja fast noch interessanter. So ist ja wenigstens was Gescheites drin. Ja, Eisen, cool. Also es gibt in manchen Gegenden überhaupt keinen Wind. In manchen ist voll der Wind. Mhm. Macht Sinn. Wir sind wirklich da. Also, scheiße, komm schon. Nein! Was hast du schon wieder für Probleme? In den Treibsand geraten. Ach so, na dann ist ja nicht so schlimm. Bist du gerade bei der Wüste irgendwo? Nein. Okay, na dann. Brauchst dich auch nicht zu interessieren, was ich vorhatte zu sagen. Was denn? Nee, sonst hätte ich gesagt, du musst nochmal... Alter, suchen. Ein riesen Gravelfeld! Ja, brauchen wir nicht. Doch. wofür denn? Irgendwas hat man mit... Nein, da braucht man Clay, das war Clay. Kennt's. Geil. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich laufe hier gerade planlos im Haus rum. Ich wollte irgendwas machen. Alter, wie hoch hier das Gras ist, Alter. Ja? Zwei Blöcke wahrscheinlich, wa? Ja. Ja, ich hole am besten auch nochmal ein bisschen Holz. Mir geht es echt um Angst, dass wir wieder auf einer Insel gelandet sind. Schicksal. So, ich hole dann jetzt noch mal ein bisschen. Hä, warum? Was sind das eigentlich für Strommenschen, die da immer rumstehen? Hä, ist doch gar keiner. Ist nur ein Baum. Na super. Ja, das Gras ist hier so hoch, ich sehe überhaupt nichts. Ja? Hm, ja. Was du nicht sagst. Wenn ich so. Ein Schwein, ein Geschenk
Auf. Weil ich frage mich echt, was diese Developer konsumiert haben, wie sie das Modpack entwickelt haben. Wie sie das zusammengestellt haben. Warum? Mobs mit Hüten. In einem Modpack, wo es teilweise um irgendwelche gut verrückte Sachen. Zum Beispiel der, auf dem reitet ein kleiner Steve. Ja, auf dieser Kuh. Na dann. Ach, ah, da ist so ein blaues Wasser. Das ist das. Das ist das, oder? Ja, Regina, ich hab's endlich. Das sind heiße Quellen. Das ja. ist das. Ja. Verdammt, wie komme ich jetzt über diese Kackschlucht? Ja, also die Tür von dem Haus ist aber auch nicht gut gelegen, wa? Ja, ich mache mich jetzt einfach mit Holz. Was oder? Nicht? Die Tür von dem Haus, die ist direkt vor einer Schlucht. Also wenn man da aus der Tür kommt, fällt man direkt in die Schlucht runter. Ich baue mich wir haben wahrscheinlich Lemminge drin gewohnt. So, ich gehe jetzt in das Haus und dann ist die Folge auch schon mal wieder zu Ende. Da ist eine Eisenspitzhacke drin. Boah, das lohnt sich aber. Das trifft sich gut. Ich muss nicht aufs Klo. Okay, dann tschüss. Ja, ciao. Bis morgen. Ciao.